Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball, Manager 13 im Mikromanagement. Nach dem Spieltag ist vor dem Spieltag und so steht am Mittwoch schon das Spiel gegen die Young Boys Bern an. Wir haben natürlich da viele Vorbereitungen zu treffen, gehen deshalb hier mal ins Training und ja, trainieren mal wieder unsere Leute. Ups, Maus, Mausrad war wieder aktiviert. Und wenn das Mausrad aktiviert ist, dann bedeutet das, dass wir, ja, dieses tolle Knirchen der Maus, dieses klack, 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 wenn ich das Mausrad drehe, halt hier in der Aufnahme drin haben. Und deshalb habe ich das mal schnell ausgemacht, dass das wieder weg ist. So. Man hat mir ein tolles Kommentar geschrieben. Ja, ich soll mal aufhören zu schlucken während dem Let's Play. Das wird unschön, sage ich euch ganz ehrlich. Weil wenn ich nicht mehr schluck, dann sabbert mir der ganze Mund zu. Das wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann, also schlucken muss ich. Dann hat die gleiche Person geschrieben, dass ich aufhören soll mit dem Schmatzen. Hey, gute Idee, wirklich gute Idee. Sollte es mir mal auffallen bei der Aufnahme, werde ich versuchen, das zu vermeiden. Das Dumme ist, das passiert unbewusst. Und ja, ich kann es nur im Nachhinein rausschneiden, was eine Heidenarbeit ist. Dann seht ihr ungefähr eine Folge am Tag oder besser gesagt eine Folge alle zwei Tage. ja, oder ihr lebt damit. So einfach geht's. Ich werde mir natürlich versuchen, das abzugewöhnen, aber ich lebe. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Roboter. Da gehört ein Schmatzen und ein und so. Gehört einfach mal dazu. Ja, passiert. Passiert. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Da kann ich es nicht mehr ändern. So. Wollte ich mal loswerden. So, Training läuft. Training, Training, Training läuft. Da haben wir Leute, die trainieren. Hier haben wir, habe ich das schon gesagt? Was wir hier eigentlich trainieren. Boah, Mann, Leute, ich bin ganz verwirrt. Habe ich das jetzt schon gesagt oder wollte ich das sagen? Ah, ich muss einfach nochmal. Also, was wir hier trainieren, ist Ballhalten. Ballhalten ist für die defensiven also für das defensive Stellungsspiel, taktisches Verständnis und das allgemeine Stellungsspiel und für die Taktikabwehr ganz wichtig. Dann haben wir hier Pressing, weil wir ganz viel Pressing spielen. Also Ausdauer, Aggressivität, taktisches Verständnis ist das hier ganz wichtig. Dann haben wir hier das Kurzpassspiel mit Ballkontrolle, kurzen Pässen, Übersicht und Kurzpassspiel als Taktik. Dann haben wir hier das Aufbauspiel, was Kurzpassspiel, offensive Stellungsspiel und Übersicht beinhaltet. Also alles Sachen, die wichtig sind für unser System, was wir spielen, für unser Spiel. Dann halt die Standards, ja, Ecken, Freistößen, Flanken müssen wir natürlich auch trainieren. Dann haben wir hier für unsere Stürmer die Schüsse drin, nämlich mit Torriecher, Schusskraft, Fernschüsse, Volley macht übrigens alle Spieler ein bisschen torgefährlicher und ich meine sogar Schusskraft ist sogar für Innenverteidiger ganz wichtig oder ist für die sogar okay. Dann haben wir hier Tackling, ja, Zweikampf, Grätsche, Robustheit, Aggressivität wird hier mit Tackling gesteigert und ja, die Manndeckung hier, Zweikampf, Grätsche, Manndeckung und defensives Stellungsspiel ist für unsere Abwehr natürlich ganz wichtig. Und genauso haben wir hier für den Torhüter lange Pässe, für seine Abschläge ist es, glaub, oder Abstöße, nee, Abschläge ist es, glaub. Dann hier die Koordination mit Schnelligkeit, Beweglichkeit, Robustheit und Balance, damit er, ja, sicher im Tor steht. Dann haben wir hier auch wieder die Schüsse, die er dann praktisch abfangen kann mit Sprungkraft, Reaktion, Flugparaden und Reflexen, dabei verliert er etwas Frische, wenn er das trainiert. Hier trainiert er alle Torhüterfähigkeiten und verliert Frische. Hier, ja, also er verliert hier fast bei allen Sachen Frische und bei anderen Sachen eben nicht. Wie auch immer, also wir trainieren alles, was unsere Spieler brauchen und das machen wir bewusst in einer Trainingsgruppe, weil wir können nur zwei aufmachen und da ganz viel Taktik mit drin ist, gebe ich das natürlich an unseren Co-Trainer, den Kevin Bachmeier. Warum gebe ich das an Kevin Bachmeier? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erklärt. Will ich aber hier auch nochmal wiederholen, weil er ein Taktikexperte ist. Also im Gegensatz zu mir hat er Taktik 50. Ich habe Taktik, keine Ahnung, was ich als Grundwert habe als Trainer, wenn ich hier einen Trainer erstelle. Aber Fakt ist ganz einfach, dass er die Taktiken besser trainieren kann, weil er der Taktikmensch ist. Na? Dann habe ich ja eingestellt, dass die Frische sich ganz gut erholt. Deshalb können wir das jetzt einfach mal so laufen lassen, in der Hoffnung, dass die sich ganz gut erholen. Dann haben wir hier ja den Finanzstatus. Der Finanzstatus, das passt eigentlich soweit. Da hinten haben wir noch 700.000, liegen am 2,4 Millionen Überschuss. Es wird schön an dem Tag, wo wir das hier alles hin und her schieben können und alles verteilen können, wie wir lustig sind. Weil dann wird das Ganze ein bisschen interessanter. Dann haben wir auf einmal auch wieder Budgets, wo wir vorher dachten, wir sind pleite.
Und dann klappt das Ganze. So, dann haben wir hier Ticketverkäufe, die laufen ganz gut. Sponsoring, da ändert sich ja kaum was. Und Erfolge, ja, das sind die alten Erfolge. Gut, gucken wir gerade nochmal hier in die Taktik unserer Leute rein, denn für das nächste Spiel müssen wir mal eine Siegprämie raushauen. Es ist ein wichtiges Spiel. Warum ist das ein wichtiges Spiel? Weil an diesem Spieltag hier, wo haben wir es denn? Die Ergebnisse, Spieltage. So. Weil an diesem Spieltag hier, dem 31., nicht nur wir gegen die Young Boys spielen, um 3 Punkte, sondern noch Zürich gegen Basel, das heißt der Erste gegen den Zweiten. Das ist das absolute Topspiel. Und da wir alle nur ein Punkt auseinander sind, also wir auf Basel ein Punkt und Basel auf Zürich ein Punkt, bedeutet das, gewinnen wir, gewinnt Basel, sind wir Zweiter. Gewinnt Zürich, gewinnen wir, sind wir Zweiter. Und genau das ist der Punkt, in den wir rein wollen. Das heißt, das heute ist, das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber das heute ist ein verdammt wichtiges Spiel für uns. Und das, obwohl wir gar nicht gegen einen von den beiden spielen. Denn wir haben heute schon die Möglichkeit, die Grundlage dafür zu schaffen. So, Sponsor zahlt die Siegprämie, dann gibt es ein Angebot für ein Abraschi, das wollen wir noch verhandeln. Und dann haben wir noch die Jungs hier. Ja, super letztes Spiel hat der Vilotic gemacht, den loben wir mal. Der Ben Khalifa, mit dem können wir gar nicht reden. Super. Und dann, ja, hier, Gashi, Spielergespräch. Im nächsten Spiel brauche ich einen Topform, sagen wir dem einfach mal. So. Der kann sich allerdings nicht verändern, weil wir es zu oft gesagt haben. Oder so irgendwas. Habe ich da gerade noch im Augenwinkel mitbekommen. Dann gehen wir mal eine Runde golfen, gucken mal nach unserer Familie. Oh, die ist ja noch glücklich. Der schenken wir irgendwas. Da hast du was. Und schwupps, ist er glücklich wie am ersten Tag, wenn es so einfach wäre, Leute. Wenn das so einfach wäre, ach ja. Da würde ich den ganzen Tag hier nur Geschenke machen. So, und dann haben wir hier Privatvermögen. Ja, das steigt und steigt und steigt und oh, sie war schlecht gelaunt und es gab einen kleinen Streit. Das kommt mir bekannt vor. Ja, wie auch immer, würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter hier zu unserem Spiel, denn wir müssen ja hier irgendwie die Kurve kriegen. Ne? Wenn ich jetzt zu viel hier in den Menüs rumdümpel, dann gibt es nichts Spiel. So, Red Bull. Oh, was ist das hier? Privater Sponsorenvertrag, Baufirma. Annehmen. Oh, privater Sponsor, Printmedien. Annehmen. Noch einer. Wow, 20.600 und 26.400 pro Monat wohlgemerkt. Das heißt, wir können uns ja fast jeden Monat jetzt eine neue Wohnung kaufen. Das ist ja mal, also wir verdienen ja mehr über die Sponsoren als in dem Verein. Das ist ja der absolute Hammer. So, Spielbericht hier, Jugend, der hat ein Eigentor geschossen. Mann, ist da dämlich. Der hier hat ein Tor geschossen und wir sind nicht vollständig aufgestellt und haben trotzdem 3-1 gewonnen. What? Ja, sollte man vielleicht auch mal in die Jugend reinschauen, was dort nicht stimmt. Okay. Ja, da sind ein paar verletzt, was nicht gut ist. Und meine Stimme, die gibt auch gerade auf, was auch nicht gut ist. Dann den Stürmer mal da hochschieben. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Leute sind. Rechtes Mittelfeld. Nee, wir suchen noch irgendwas in. Was waren das jetzt? Hat's denn den jetzt hingeschoben, als ich den angeklickt habe? Super, der setzt die einfach auf die Bank oder was, wenn ich die anklicke. Das ist natürlich unschön. Jetzt bin ich natürlich verwirrt, weil jetzt hat er mir hier Leute durcheinander gebracht. Nee, der hier soll dahin. So. Und der hier soll auf die Bank und dafür soll der hier als OM und dafür soll, ja, wie auch immer. Also, war Chaos. Ich habe die doch nur angeklickt. Lasst mich in Ruhe. So, dann machen wir hier nach Hause schicken. Weg mit dir. Hast kein Talent. Geh heim. Wer braucht dich hier? So, und du auch. Die Grasshoppers nehmen nur talentierte Spieler. So, und ihr seid keiner. Also, Transfermarkt, da war auch irgendwas. Irgendjemand hat gesagt, ich hätte hier falsch gesucht. Ich weiß nicht, ob ich das alles schon gemacht habe. Ich bin gerade völlig verwirrt. Deshalb mache ich einfach. Ich sollte nach vereinslosen Spielern suchen. Und was kriegen wir angezeigt? Nix. Warum nicht? Es gibt dem Fußballmanager in der ersten Saison nie vereinslose Spieler, denn man soll es nicht glauben, das hat lizenztechnische Gründe.
Sie lizenzieren Mannschaften von Fußballverbänden über die UEFA, über die FIFA und so weiter. Allerdings können sie nur die Leute nehmen, die zu dem Zeitpunkt in der Mannschaft spielen. Also gibt es in der ersten Saison natürlich keine vereinslosen Spieler. Vereinslose Spieler gibt es dann, wenn die Jungs, die hier einen auslaufenden Vertrag haben, keinen neuen Vertrag für die nächste Saison kriegen. Jugendspieler frei werden, die keinen Vertrag bekommen haben, dann gibt es auf einmal jede Menge vereinslose Spieler. Aber in der ersten Saison gibt es die nie, weil jeder Spieler, der in dem Fußballmanager vorkommt, der nicht irgendwie zufällig generiert wurde, natürlich einen Vertrag braucht, damit er im Verein überhaupt lizenziert ist. So, wir drücken mal schnell auf Weiter. Und dann kommen die Verhandlungen hier mit Abraschi. Und der Spieler hat von seinem aktuellen Verein die Nase voll. Hallo? Was hast denn du geraucht? Muss ich jetzt nicht verstehen. Wieso hat er die Nase voll? Also 2 Millionen, 5%. Rückkaufoption 1,5 Millionen. Forderung stellen. Mal gucken, was passiert. So, da ist die Ankündigung. FC Basel gegen FC Zürich. Da geht's rund. Da sind wir mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. So, Jugendspieler entdeckt. Ach du lieber Himmel, was kommt denn hier alles auf uns zu? Ich will Gas geben und oh. Oh, 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 oh. Das ist ein Stürmer mit 3 Sternen. Der ist jung. Akzeptieren. So, Ablöseverhandlungen. Hier, wir konnten uns nicht mit Red Bull Salzburg einigen über die Ablöse. War mir fast klar. Und da hat der Alexander Klose 2 Tore gemacht. Das interessiert mich jetzt aber auch nicht. So, erste Mannschaft. Viel wichtiger ist, ist der noch gut gelaunt? Der ist noch super gut gelaunt. Warum hat der von uns die Nase voll? Muss ich nicht verstehen. Jung, wir spielen doch nächste Saison ganz oben mit. Was willst du denn? So, offener Ding da, 2,5. Spielergespräche, mal reingucken. Nein, 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 nein. Oh, da verklickt man sich so schnell in diesen kleinen Menüs. So, hier, nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Er verliert 2 Moral. Sag mal, so oft sagen wir das doch überhaupt nicht zu denen. Dann bin ich jetzt ruhig, ich klicke hier nichts mehr an, weil, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht die Jungs hier alle Totalkehre machen, aber hier, diese 2 Innenverteidiger, die vorbelastet sind, alter Schwede, bitte, 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 nicht, dass das vollkommen in die Hose geht, wenn das nämlich in die Hose geht, haben wir ein Problem und hier verdienen wir einen Arsch voll Kohle, wir bräuchten eigentlich gar nichts mehr arbeiten und könnten allein von den Sponsorgeldern praktisch hier ein Haus zum Vermieten kaufen hier jeden Monat. Jetzt geht's ab. Bald haben wir ganz viel Kohle. Und wenn wir ganz viel Kohle haben, können wir auch mal einen eigenen Verein gründen, weil dann können wir den auch besser finanzieren. So, aber jetzt geht's erstmal rein ins 3D-Spiel. Wir auswärts, die zu Hause. 3D-Spiel. Und wir sagen, ja, wo ist es denn? Geht nicht. Dann gebt euer Bestes. Und dann lädt er auch schon. Und, keine Ahnung, so, 12 Spiele, immer mindestens ein Tor erzielt, die Grasshoppers von Zürich, dann 3 Spiele, erste Halbzeit ohne Torerfolg, die Young Boys von Bern, dann Adili, 21 Ligaspielen, kein einziges Tor gemacht, ja, kein Wunder, ist ja auch rechter Mittelfeldspieler, Nassim Ben Khalifa, 10 Ligaspielen, immer ein Tor gemacht, dann haben die Young Boys Bern 12 Spielen nicht mehr unentschieden gespielt und die Grasshoppers seit 23 Spielen keinen Elfmeter mehr gegen sich ausgesprochen bekommen. Beim letzten Spiel gegen, ja, und dann war's weg und dann kommt die Aufstellung. Super. Oh, Affolter. Der Name sagt mir was. Ist das der, der jetzt bei uns ist in der Bundesliga? Nee. Glaub nicht, oder? Ja, hier, die 2 Jungs machen mir Probleme. Da habe ich ein bisschen Angst. Wenn die eine gelbe Karte kriegen, sind die gesperrt. Und unser anderer Innenverteidiger, der ist ja auch schon verletzt und kann nicht mehr mitspielen zurzeit. Und Gashi lässt hier einen Ball verspringen. Das darf nicht wahr sein. Bombardier holten sich gleich. Abraschi holten zurück und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Mustafi auf Gashi, Gashi, Gashi auf Ben Khalifa, Ben Khalifa, Ben Khalifa und Torhüter hält. So, es darf nicht wahr sein. In der 4. Minute eine Hammer-Torschance und ja. So, Eckball. Und Wölfi, oder wie heißt der? Wölfi kommt raus und hält den. Wölfi ist ja, glaube ich, der Nationalkeeper, ne?
Irgend sowas war da mit der Schweiz. So, jetzt aber hier, Mustafi verliert den Ball schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Was machen die denn? Oh nein, 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 gut. Puh. So, Zuber im Vorwärtsgang. Zuber, ein langer Pass auf Ben Khalifa, der in den freien Raum. Und da war kein freier Raum, da waren Gegner. So, dann wieder schön abgefangen. Aber nein, kommen sie zum Schuss hier, unsere Gegner. Und jetzt gibt es wieder Spielaufbau von hinten. Zuber mit einem langen Ball. Warum macht er eigentlich immer so lange Bälle? Die sollen doch Kurzpassspiel machen, verdammt. Und Bobadilla und Fickinger hält. Abwurf auf Lang, Lang schön auf Harjovic, Harjovic, Harjovic geht über die Außen und verliert den Ball durch einen Fehlpass. Und Abraschi geht wieder so lange Wege und da gibt's Mecker. Und das gibt eine Karte für uns. Die Frage ist, gegen wen? Lasst mich raten. Lang? Wieso habe ich das nur gewusst? Immer das Gleiche. Also da müssen wir uns auch Gedanken machen. Also entweder muss der ganz viel stärker werden in seinen Fähigkeiten oder er muss weg, weil die Aggressivität einfach zu heftig ist. Der kassiert zu viel Karten. Warum macht denn Zuber immer diese langen Bälle? Verdammt nochmal. Ich sag doch Kurzpassspiel. Aber da kommen sie nicht durch die Verteidigung und dann wählen sie die langen Pässe. Und die Flanke wird auch schon wieder abgefangen. Und der Lang kämpft da drüben bitterbös und ich glaube, wir müssen, um sicher zu gehen, den Lang mal auswechseln. Sobald wir die Gelegenheit dazu haben. Das wird mir zu riskant, weil wenn der Lang da noch eine Karte kassiert, dann haben wir schon die erste Gelb-Rote und das wollen wir nicht. Und das ist mir zu riskant und deshalb bringen wir jetzt Chaka für Lang. Können uns das nicht erlauben. Wir brauchen tatkräftige Leute in der Innenverteidigung. So, jetzt Ben Khalifa und er scheitert schon wieder an der Verteidigung. Was haben die denn da hinten für eine Mauer stehen? So, jetzt hier Schneuli, nein. Das kostet Nerven hier. Das kostet richtig Nerven, wenn man da sagt, man muss gewinnen oder so. Ne? Das, Fickinger hat den Ball. Ja, das ist, ich lebe da richtig mit. Es tut mir echt leid, dass ich euch da mit irgendwelchen Geräuschen so ein bisschen vielleicht nerve, aber. So, FC Zürich gegen Basel. Basel führt 1-0. Mann, so ein Mist. Und wir müssen hier auch. Nein! Wir hatten da gepennt. Bobadilla macht das 1-0 gegen uns. Das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen dieses blöde Spiel gewinnen. Was ist denn da los? Gülen, der eigentlich so gute Innenverteidiger Gülen, lässt da Bobadilla einfach rennen. So, Gashi, super gespielt. Und Mann, was machen die denn heute? Das darf doch nicht wahr sein. So, Mustafi. Und geht doch noch 3 Schritte weiter. Auf diese Entfernung kriegt ihr den Ball doch nicht rein bei einem Wölfi. Meine Fresse. Was schaffen die da? Die stehen irgendwie völlig neben sich hier. Note 4, Note 3,5. Da ist ja gar keiner dabei, der auch nur irgendwas gerissen hätte. Halbzeitansprache. Ja, gar keine Aussage, die wir hier haben, passt eigentlich zu dem, was wir hier vorhaben, weil wir wüssten ihnen eigentlich sagen, jetzt haut mal rein, das kann ja nicht sein, aber was passiert? Nein, überall steht nur, die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis erzielen, also ist es im Prinzip egal, was wir hier sagen, es sei denn, wir sagen, die Mannschaft muss gewinnen. Ich würde auch sagen, das sagen wir. Wir setzen die jetzt mal unter Druck, wir sagen, ihr müsst gewinnen. Dann müssen wir hier den Jungs mal eine Massage verpassen, dass die wieder ein bisschen frischer werden. Dann sollten wir hier unten mal Mustafi, Ben Khalifa, die sollten wir mal motivieren. Eventuell auch hier den Gashi. Dann sollten wir motivieren unseren Torhüter und den Vilotic, der als Kapitän auf dem Platz steht. Das überträgt sich dann so ein bisschen auf die ganze Mannschaft, wenn der Kapitän motiviert ist. Und dann schauen wir mal, wie der ganze Spaß weitergeht hier. Ich bin gerade am überlegen, ob wir noch einen Spieler wechseln, aber ich glaube, da warten wir noch ab. So, und da wird die zweite Halbzeit angepfiffen. Gashi auf Ben Khalifa, der auf Mustafi. Mustafi trippelt sich durch, wird aber schon wieder von der Abwehr gestoppt. Und jetzt ein langer Ball. Wow, und da schießt Ben Khalifa gegen die Latte hat er geschossen. So, Gashi macht hier Eckball, Gashi kommt rein und die Abwehr ist am Ball. Und Bobadilla kontert,
Aber die Abwehr passt auf. Dummerweise geht der Abwehrball wieder zum Gegner. Und jetzt gibt es einen Foul hier. Zum Glück keins mit Karte. So, Freistoß hier für die Young Boys. Und, wow, das wäre beinahe schon wieder übel ausgegangen. Aber Fickinger war auf dem Posten. Die Abwehr hat diesmal einen guten Job gemacht. Aber der Ball war wieder mal zu weit. Und da passiert schon wieder ein Foul von... Wer hat's gemacht? Gashi? Oder Mustafi? Ich weiß es nicht genau. Wow! Wow! Hajovic langt mal richtig zu hier. Da hat sich wohl einer Aua gemacht. Nein! Wow. So, Fickinger hat einen Ball. Bloß keinen zweiten Treffer landen. Wir müssen alles geben. So, jetzt Gashi. Nein! Köpft er den Ball davor. So, Hajovic. Lange Flanke. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir müssen nochmal da durchkommen. Ein Tor. Mehr brauchen wir nicht. Ein Tor. Ben Khalifa. Nein! Oh, schon wieder ein Foul. Oh, Jungs, ihr regt mich auf. Sorry, wenn ich das jetzt sage. Die regen mich gerade auf. Ich glaube, wir müssen hier mal ein paar Sachen ändern. Erstmal müssen wir mal einen Einsatz erhöhen. Das geht mal überhaupt nicht. Was die hier abliefern, geht mal überhaupt nicht. Dann bin ich am Überlegen. Hier, Pfeiffer für Mustafi. Einfach mal einen anderen Typ da vorne rein. Also irgendwie dann den Brahimi noch davor. Weil, also... Irgendwie, da geht gerade gar nichts zusammen, habe ich einen Eindruck. Da vorne in der Offensive, das ist einfach nur, das ist ein Stocken. So, hier niemand. Anweisungen, Laufwege, der geht... Ach, logisch, wenn Gashi steil geht, kann das ja nichts werden. Okay, aber die Anweisung stimmt, für den können wir lassen. Haben wir vergessen, einen Gashi umzustellen oder was? So, yes, nee. So, jetzt Zuber auf Gashi. Gashi auf Mustafi. Mann, mach das Ding doch mal rein. Das gibt's doch nicht. Komm, wir brauchen eine Spielunterbrechung. Irgendeine Spielunterbrechung. Schießen Ball mal ins Aus. Schießen doch ins Aus. Ja, sehr schön. So, da kommen die Wechsel. Da kommen die frischen Leute. Jetzt gibt's ein bisschen Offensivwechsel hier. In der Hoffnung, dass der neue offensive Mittelfeldspieler Brahimi und der neue Stürmer Paiva, dass die das jetzt richten, Joker-Rolle und so weiter. Damit können die immerhin sich jetzt beliebt machen bei uns. Also ich meine, wenn die da jetzt einen guten Job machen, dann können wir über einen Stammplatz für die restliche Saison hier nachdenken. So, Paiva auf Ben Khalifa. Ben Khalifa wird gefoult. Jawohl, ja, jetzt gibt's mal hier für uns einen Freistoß. Das Dumme ist nur, es ist keiner mehr da, der schießen kann. So, jetzt Hajovic und voll drüber. Ja, der Gashi hätte den vielleicht jetzt reingemacht. Haben wir gerade ausgewechselt. Sowas Dummes. Und das nur, weil wir ihm die falsche Taktik gegeben haben. So, Abrashi geht ja gerne lange Wege. Und jetzt Paiva. Mann, mach doch mal den scheiß Ball über die Linie. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die schießen öfter aufs Tor wie die anderen. Die anderen führen aber 1-0. Gott, das ist ja wie im realen Fußball. Das, da geht ja alles an mir. So, jetzt gibt's mal eine gelbe Karte. Für die bringt uns gar nichts. Ich will keine gelben Karten, ich will ein Tor. Jetzt wechseln die nochmal. So, jetzt hopp, weiter geht's. Keine Zeit verschwenden. Wir sind im Zeitdruck. Wir brauchen einen Ausgleich. Wir brauchen Minimum den Ausgleich. So, Fickinger hat mal aufgepasst. Jetzt Vilotic. Schöner langer Ball. Hier auf Brahimi. Brahimi mit einem weiten Pass. Ist er denn von allen guten Geistern verlassen, da so einen Pass zu spielen? So, Abrashi verliert einen Ball. Sag mal, was schaffen die denn? Warum können die sich denn da nicht durchsetzen? Ey, ich mach doch so viel Training, Zweikampf, Prägedöns, das muss doch... Und der tritt volle Kanne vorbei. Volle Kanne vorbeigetreten. Ja, da wechseln die, sag mal, wie oft wechseln die noch? Die haben doch schon dreimal gewechselt. Tja. Da würde ich sagen, das ist mal ein Joker, hm? Freistoß direkt auf dem Frei, keiner passt auf und schwupps ist der Ball drin. Damit ist der Käse gelaufen, der Käse gegessen, wollte ich sagen, der Drops gelutscht und alles gelaufen. Und wir verlieren das Ding 2-0, uns ärgert mich. Es war so unnötig, es war so unnötig. Die Mannschaft hat so oft aufs Tor geschossen und die Young Boys haben ganze zwei gescheite Torschüsse gekriegt und haben zwei Tore gemacht. Wir haben so oft aufs Tor geschossen und nichts ist passiert.
Mehr sage ich dazu nicht. Und Basel gewinnt gegen Zürich und tja, die tauschen die Position und für uns Platz zugucken. Das macht mich leicht depressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kriege ich gerade hier ein Flash. Es kann nicht sein, dass der Torhüter mit einer Note 3 der beste Spieler ist. Wollen die mich schicken? Was haben die denn da gemacht? Hajovic mit einer 5. Das sind Leute, die im letzten Spiel noch eine 1 hatten als Benotung. Eine 1, hallo? So, hier die Tabelle. Wir immer noch 57. 2 Punkte vor uns ist dann Zürich und Nummer 2 Punkte davor ist dann Basel. So schnell kann's gehen. Aber wir spielen ja noch gegen beide. Nur 4 Punkte weg Basel und noch 5 Spieltage. Ich glaube, das gibt eine knappe Kiste. Also Meister, puh, ich weiß nicht. Also wenn das hier so bleibt, das... Ach, wo ist es denn? Hier Teamleistung 4,5 als Teamleistung. Die Mannschaft, die schickt mich, oder? Was haben die denn? Das wollen die mich weghaben oder so, ja? Wollen die mich aus dem Amt kickern? Das kann doch nicht wahr sein. Was geht denn ab mit euch? Da muss ich doch mal reinschreien hier in die Mannschaft. Was geht denn ab mit euch? Ja, hallo. Und jetzt auch noch, oh Gott, jetzt geht's auch noch gegen Zürich im nächsten Spiel und wir haben kaum Zeit, uns richtig zu erholen. Ich glaube, wir müssen mal Mentaltrainer oder sowas hier noch fürs Saisonende nochmal beirufen. Ach du lieber Himmel. 51.000 Euro. Na gut, das ist mir es wert, wenn die deshalb wieder auf Linie kommen. Puh, ja, Mentaltrainer mal engagieren, damit die im nächsten Spiel die Niederlage da vergessen machen und sich mal richtig anstrengen. Ich glaube, das nächste Spiel, das schreiben wir dann auch mal, oder das setzen wir auch mal höhere Ziele, da gibt's mal mehr Prämie und so weiter und dann versuchen wir einfach mal das umzusetzen, dass die da die Mannschaft wegkickern. Gut, aber wie dann die nächsten Tage verlaufen und wie das Spiel gegen Zürich ausgeht, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt Fußball, Manager 13 im Mikromanagement. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.